Leute, ich bin mittlerweile 20. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man YouTube-Intros macht. Aber dafür habe ich es endlich geschafft, das Video über meinen Geburtstag fertig zu schneiden. Wir haben einfach ein bisschen Scheiße gelabert, Sachen vorbereitet. Ihr seht gleich einfach selber und ja, ganz viel Spaß. Jetzt der erste richtige Step bei der Hausvorbereitung. Wir werden jetzt Paletten Ausleihen. bzw. wir brauchen eine Sitzmöglichkeit in unserem Flur, damit die Leute sich auch hinsetzen können. Hast du das schon mal gemacht, Bruno? Hat sich schon mal getarnt, damit es Ich habe es keiner noch nie gemacht. Ich checkt. habe noch nie was geklaut in meinem Leben. Ich habe auch noch nie was geklaut. Ist es das? Nein. Okay. Digga, aber theoretisch. Hast du da passen drei Paletten rein? Schon, dass hier drei Paletten reinpassen. Ja, dann lass einfach den nehmen. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg, Paletten zu suchen. Und außerdem uns Bänke bauen für die Hausi. Easy. Straight up. Hier Kaufland, hier im Boden. Wo ist hier der Anknopf, Digga? Hier. Ich kurz noch erstmal kontroverse Musik an. Ich hab Money. So viel Johnny. Kleine Bitch. Ist mein Bunny. Das Auto ist wirklich ein bisschen weird. Was wollen wir für Musik hören? Ach, Digga. Das fährt sich so ekelhaft. Ich hasse. Oh mein Gott. In diese E-Autos machen wir uns die ganze deutsche Kultur kaputt. Ich brauche einen Diesel. Oh mein Gott. Beste Lied der Welt kommt jetzt. Oh, das meinte ich gar nicht. Das meinte ich auch nicht. Das macht so ein ekliges. Ey. Ich hab richtig Bock auf diese AA irgendwie. Das ist richtig primitiv. Ich hab den Bock in ein Auto reinzufahren. Oh, Digga, ich hätte auch Bock. Mach mal. Coca weiß, ich bin wieder völlig stressed. Ja, sie schreit. Leute, wir sind jetzt hier an unserer Destination angelangt. Ikea, aka Bauhaus. Und da werden wir jetzt mal die ersten Paletten scouten, ob wir da schon ein paar finden. Eigentlich bin ich guter Dinge, dass wir das relativ schnell abwickeln. Was? Fahr mal dahin. Oder? Da ist so. Da sind doch welche. Ja, hier sind auf keinen Fall welche. Was machst du? Park doch nicht, Bro. Digga, lass doch neben den Paletten einfach parken. Bro, das ist die fucking Einfahrt für Abholen. Wenn wir da Paletten nehmen, dann hauen die uns aufs Maul. Wir können doch erstmal gucken gehen. Fahr einfach einmal da lang und wir gucken uns das erstmal an. Fahr doch mal da links und lass doch mal gucken. Also da ist eine. Wo? Hier rechts. Direkt neben. Lass die direkt nehmen, oder? Die. Nehmen wir die? Ja. Schon todesviel Adrenalin. Ich hab so Adrenalinkick, Digga. So, wow, Alter. Dass wir so 5 Sekunden draußen waren. Digga, aber das war legit easy. Also Leute, wir haben die erste Palette. War echt easy. Was sagst du? Skala 1 bis 10, was für ein Push hat es dir gerade gegeben? Geht nicht so krass, wie wenn ich zum Beispiel verhandle auf dem Flohmarkt. Oh ja, Digga, aber da bist du, da bin ich auch schon, da kannst du nicht mehr reden. Nee, ich sag ehrlich, Digga, ich habe jetzt eine Palette ausgeliehen. Ich bin ja wirklich Todesallmann. Und Digga, ich habe so einen Push gekriegt. Du bist ein bisschen illegal, wie so in so einem Schritttempo auf diesem Bauhausparkplatz mit so rumfahren. Vor allem, auf dem Parkplatz soll man eigentlich nicht Schritttempo fahren. Das ist wirklich das Allerwitzigste an der ganzen Geschichte. Oh mein Gott, das könnte ein guter Call sein da. Oh mein Gott, da sind richtig viele. Nee, die sind schon echt eklig so. Ich glaube, das ist ungeil, sich da draufzusetzen, weißt du? Die da oben links? Nee, guck mal, da hängen auch so Nägel raus, Bro. Lass mal gucken. So uncool, das Auto. Ja. Aber es ist perfekt. Ich glaube, wir haben einen coolen Auto, dann hätten alle gewusst, dass wir jetzt Paletten klauen. Okay, nice. Oh. Hier so das hier ist halt schon so ein bisschen. Das ist scheißegal, Digga. Wir packen mal seine Finger hin. Das können wir auch als untere benutzen. Lass die nehmen. Ja, okay. Pass auch du auf deinen Fingern, ja? Guck mal, die da ist perfekt. So? Auto aufmachen. Die ist drin. Oh mein Gott. Was soll das? Nein! Da ist Bonus Handy. Lass mal gucken, wie wir wieder ins Auto reinkommen. Warum passiert uns immer so eine dumme Scheiße, Digga? Guten Tag. Ich habe mein Handy. Das Gute daran ist, wir haben jetzt schon drei Paletten. Das war echt nicht so schwer. Ja, perfekt. Ja, gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Queen. Dir auch. Tschüss. Die Arme.
Wahrscheinlich passiert das so 20 Mal. Ich glaube, das ist die einzige. Ich bin auch gar nicht überrascht, dass das passiert ist. Ja. Das ist echt eklig irgendwie ein bisschen, gell? Das war echt easy. Ja. Vielleicht werden jetzt von der Polizei gehalten. Das war zu leicht, Bruno. Das war eine Falle. Okay, ja easy, Digga. Dann bin ich da gerade nach Hause. Wo sind wir hier? Komm mit 10 Jungs unter Einfluss. Nachbar fragt, ob das sein muss. Papalettis gesneakt. Woohoo! Mit den Jungs. Lecker, lecker. Ach, Digga, guck dir den an. Wie der gewunken hat. Charlottenburg represent, yeah! Ich mach gleich einen Unfall wegen dir. Dann lass uns lieber ruhigere Musik hören. Scheiß drauf, bitte machen wir Theater. Ich denk Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Komm! Willst du eine Message an alle Leute geben, die sich nicht anschnallen? Ich bin Bruno und wer sich nicht anschnallt, ist doof. Ich werde da so ein Voice-Over machen, wo du so sagst, so, schnallt euch alle an, Leute. Digga, die ist perfekt balanciert. Die schwebt gerade. Oder? Ups. Sollen wir mal Probe sitzen? Das ist halt, wir brauchen 3. Ist doch perfekt. Ja. Tragen wir die mal hoch. Wow. So ein starker Mann. Leute, ich hab's nicht geschafft, hier zu tragen, weil meine Hose dreckig wird. Crazy Bruno, das ist echt klasse. Du bist der Beste. Shoutout an Bruno. Nur von mir, dass er diese Paletten hochgetragen hat. Ah! Ich will das mal Shout zum Out. Oh, ich würde sagen, wir machen die hier nach ganz oben. Dann machen wir die auf jeden Fall nach ganz unten. Die sieht auch am abgerupptsten aus. Oh mein Gott, das passt ja perfekt. Machen wir die letzte drauf. Leute, das war's mit diesem Side-Arc. Mittlerweile ist schon der nächste Tag, so um die 15 Uhr oder sowas, kam nochmal Bank von Red Bull vorbei, hat uns einen Kühlschrank vorbeigebracht und super, super viele Getränke. Vielen, vielen Dank nochmal. Leute, eine Sache, die ich vielleicht nochmal kurz ansprechen wollte, auch wenn man es in dem Video jetzt nicht so explizit sieht, haben viele Leute auf meinem Geburtstag Alkohol getrunken, was auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist genauso in Ordnung, keinen Alkohol zu trinken. Und falls ihr euch nicht danach fühlt, dann macht es bitte auch nicht, egal aus welchen Gründen. Und dann die Leute, die Alkohol trinken, macht es, völlig fein. Aber kennt bitte eure Grenzen. Unterschätzt nicht den Einfluss, den Alkohol auf eure eigene Persona hat. Und lasst auch die Leute, die keinen Alkohol trinken, keinen Alkohol trinken. Es hat euch nicht zu interessieren, warum die das machen oder nicht. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Na? Boah, Nico. Wow. Yo. Digga. Ganz, ganz den Kussi. Leute, noch ein bisschen Mische geholt. Ich schätze mal, wie viel wird's kosten? Ist jetzt, ich sag noch mal so ein 35er. Ich glaube mehr, Digga. Ja? Scheiß, stimmt, die ganzen Wodis. 60. Digga, what the fuck, Junge. Ist schon wieder so viel Geld in den Wind geschossen, Junge. Sieht schon ehrenlos aus. Okay, Leute, wir haben mittlerweile die eine oder andere Vorbereitung getroffen, wir waren einkaufen. Wir haben eingekauft und wir waren einkaufen. Und als nächstes werden wir den kompletten Flur leer machen, Kleiderstange raus und das Wohnzimmer leer räumen, damit hier auch nichts kaputt gehen kann. Das sieht aktuell noch so aus. Man muss schon fleißiger machen. Okay, Leute, wir räumen das erstmal. Alles okay oder hast du nur genießt? Blonde Chaya, illegaler Rave. Bruno, dein Hosenstall ist offen. Leute, mittlerweile ist das Zimmer leer. Bruno trifft die letzten Vorkehrungen. Es tut mir richtig leid für dich. Dein Leben ist am Arsch. Kannst nichts mehr machen. Nichts mehr. Was? Noch was? Okay. Okay, Titus. Wir haben dir noch nicht von Silvester letztes Jahr erzählt. Und an der Stelle würde ich mal ein kleines Flashback einsetzen. Bruno, erzähl uns doch mal, wie war das denn letztes Jahr an Silvester? Letztes Jahr ist die Nachbarin, die unter uns wohnt, schon bevor wir die Party gemacht haben, hat die uns einen Zettel an die Tür geklebt. Also so eine Warnung quasi, so, wer heute Party macht, dann... Rufen wir die Polizei, wir wollen nicht schon wieder die Polizei rufen müssen. Weil das war ja nicht mal wieder, weil das Mal davor war die nicht da. Doch, die hat gesagt...
wir wollen nicht schon wieder die Polizei rufen. Und dann hat die ja nicht mal selber unterschrieben, sondern die hat unterschrieben mit die Nachbarn. Ah ja, okay. Okay. Lieber nicht. Du warst so quasi die ganze Nachbarschaft. Ja, Digga, komplett übertrieben. Hast so du getan, als ob die Nachbarn von nebenan auch das. Auf jeden Fall haben wir dann die Hause gemacht. Hat sich herausgestellt, genau unter unserem Wohnzimmer, wo wir die Moshpits gemacht haben, war das Zimmer von dem Kind. Von zwei Kindern, glaube ich. Echt? Yes. Wie lange war das? Eine Woche später oder sowas? Zwei Wochen, drei Wochen später kriegen wir einen Zettel vom Hausverwaltung. Es waren die Beste, es hat geknallt, gesprungen, ja, da blub, das ganze Haus hat gewackelt. Wollte Bauingenieur holen, weil sie gesagt hat, ihre Decke ist einsturzgefährdet, Digga. Ja. Die hat dann aber auch einen geholt. Ja, die hat einen Bauingenieur geholt und der hat ihr auch gesagt, Digga, what the fuck, was ist los mit dir? Kann nicht sein. Auf jeden Fall, Leute, gerade eben habe ich diesen unbeschrifteten, nicht zugeklebten Brief gefunden. Kein Adressat drauf. Ich würde sagen, den lese ich jetzt einfach mal vor. Liebe WG, in Anbetracht der Feier im Oktober 2022, welche zweifellos ebenso aus dem Ruder lief wie die letzte Silvesternacht, möchten wir freundlich darauf hinweisen, dass ab 22 Uhr Zimmerlautstärke angemessen und eingehalten werden muss. Dies ist ebenso in der Hausordnung vorgesehen. Für die Rücksichtnahme bedanken wir uns. Auch hoffen wir, dass der Abend ohne erneute Sachbeschädigung vonstatten geht. Scheiße. Ein respektvoller Umgang unter Nachbarn ist immer wertvoll und sollte das Ziel aller Bewohner sein. Mit freundlichen Grüßen, die Bewohner des Hauses. Und wie ich gemerkt habe, also letzten Oktober und Silvester und Silvester. Die war letzten Oktober nicht da. Die waren nicht da bei der Runde. Ja, das hat ja auch nicht sie geschrieben, sondern die Bewohner des Hauses. Und das ist sogar abgetippt und ausgedruckt, ja. Alter. Sollte komplett anonym sein. Ich sag ehrlich, Digga, nie im Leben haben das mehr als zwei Bewohner gemacht. Und das ist so peinlich, dass ja. Wir dann nicht mal ihren Namen darunter schreiben. Leute, wir sind mittlerweile ready. Fertig eingekauft, fertig vorbereitet. Alle Sachen aus dem Wohnzimmer rausgeräumt. Und check den Kühlschrank ab. Und Leute, selbstverständlich noch mal einen ganz dicken Kuss hier an Red Bull für diesen wunderschönen Kühlschrank. Hier machen wir alles noch leer. Da können dann Leute stehen. Dann haben wir hier eine Sitzmöglichkeit. Wir haben einen komplett freien Flur und ein komplett freies Wohnzimmer zum Tanzen. Soundcheck oder was? Ja. So, was wollt ihr anmachen? Opernringblues sage ich. Oh, stimmt. Licht müssen wir noch mal machen, Digga. Licht. Warte kurz, ich mach's schnell. Ist das? Ja. Leute, übrigens, unsere Beleuchtung ist Weihnachtsdeko. Funktioniert extrem gut. Klare Empfehlung. Das ist schon geil, Digga. Sag ich ehrlich. Versetz dich mal kurz in die Lage, wie es dir ungefähr in 4 Stunden aufhört. Und jetzt mach mal die Augen zu und zeig mir, wie dein Dancen werde. Hey, Mr. Tonmann, geht's jetzt oder was? Gib's ihm einen Schein, dass er macht, was ich sag. Perfekt, Digga, das läuft doch. Sehr geil. Was glaubst du, wer ist die erste Person, die da ist oder der da ist? Und um wie viel Uhr? Ich sag David. Um? Ja, um 21 Uhr dann. Ich sag hart, um 8:45. Digga, ja, glaubst du, für real Leute kommen um 9? Ja, 9. Oh, das war ja nicht ernst gemeint. Checkt man doch, oder? Dass man nicht wirklich zu einer Party kommt. Okay, was sag ich, wer zuerst kommt? Ich glaube, als erstes kommt Sevi um 21 Uhr. Ja. Sevi, wenn du jetzt zu spät kommst, so auf dich gezählt. Du bist so früh, Kati. Aber Ding, ich hab gewonnen. Ich hab Kati gesagt. Ja, das hab ich gesagt, Kati. 21:01. Salam alaikum. Was geht ab, Bi? So Leute, langsam geht's los und an der Stelle wollte ich schon mal einen kleinen Tipp geben, und zwar Wassertattoos. Also ein paar Freunde von mir haben welche mitgebracht und die Leute haben so krass direkt connected. Es war richtig gut, um so diese anfangs weirde Ankommensstimmung ein bisschen loszuwerden und die Leute sind direkt miteinander ins Gespräch gekommen. Falls ihr mal eine Hausparty macht, holt auf jeden Fall Wassertattoos. Zeig mal erstmal dein Tattoo. Oh, Digga, das ist schon episch. Oh, Digga, das ist aber stark. Kannst du noch meins zeigen jetzt? Das ist krass. Und dann? Wow. Oh, Sevi. Oh, shit. Was hast du für ein Motiv? Eine Blume. Eine Rose? Ja. Hey. Bist du ein kleiner Romantiker? Ja. Oh. Ist krass, sag ich. Glaubst du, das ist schon fertig? Oh, crazy. Tat it up, bro. Amen. So you are me here forever. Na 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 na.
So Leute, viel mehr Videos von der eigentlichen Party gibt's gar nicht. Ich hatte an meinem Geburtstag einfach keinen Bock, die ganze Zeit mit einer Kamera rumzulaufen. Ich war da nämlich, um Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und im Endeffekt steigen wir jetzt wieder an dem Punkt ein, wo leider ein bisschen zu früh die Polizei kam. Und wir, ja, seht selbst. Nein. Alter, ist die Polizei da oder ist die Polizei da? Wer hat das denn gesagt? Ich hab das gesagt. Du hast die Polizei schon. Ja, schau mal aus dem Fenster, das ist ein Auto. Scheiße, Mann. Oh no. Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Ich habe halt auch panische Angst vor diesen Löchern. Weißt du, bevor ich panische Angst habe? Nee. Vor Polizisten. Ja, wenn nicht, müssen wir halt einfach 10 Minuten leise sein. Vielleicht gehen die ja auch wieder. Es ist sogar Licht aus dem Haus. Hier ist dein Outfit wert. 7,70 Euro. Und deins? Gleiche, einfach. Geil. Willst du noch irgendjemanden grüßen oder so? Bruno. Hab dich auch grüßt. Ich ist dein Outfit fertig. Ich hab nur? Ja, ich hab auch. Digga, die sind mit 2 Autos da. Ende der Geschichte war dann, alle mussten nach Hause gehen. Wir sind ein paar Leuten dann noch rausgegangen. Da ist aber jetzt auch nicht mehr wirklich viel passiert. Was ich dann nachts so gemacht habe, seht ihr jetzt noch. Aber das war's auf jeden Fall von der Hausi. Leute, es ist tatsächlich schon 3:30 Uhr. Aktuell sieht unsere Wohnung so aus. Oh shit. Also wirklich sehr Arsch, aber das juckt mich im Moment tatsächlich relativ wenig. Ich mache jetzt nämlich noch einen kleinen Selfcare-Spaziergang. Ich mache jetzt mal nach. Das ist nicht schön, was ich da mache. Leute, ach noch was für ein kleiner Igel. Hier ist der Igel. Oh, der will wohl lieber alleine sein, Leute. Ich finde die Kongruenz zwischen Betrunkensein und Igeltreffen erstaunlich hoch. Tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nie nüchtern einen Igel gesehen und bestimmt schon so 4 oder 5 Mal im betrunkenen Zustand. Ich stelle Shoutout Igel. Ich bin von meinem kleinen Spaziergang zurück. Tatsächlich sieht die Küche noch schlimmer aus, als ich in Erinnerung hatte. Und weil ich wirklich hart keinen Bock habe, morgen in so ein Drecksloch aufzuwachen, mache ich das jetzt alles noch sauber. Leute, kleine Pause mit Mineralwasser. Das ist der aktuelle Stand. Hier ist alles leergeräumt und der Müll. Tanzzimmer ist der ganze Müll. Hier habe ich sogar schon gewischt. Der Flur ist halb gewischt. Jetzt noch das Bad. Und bis jetzt eigentlich noch stimmt ganz gut. Küche ist oben, also die ganzen Flächen sind clean. Aber mal ein kurzer Soundcheck, weil der Küchenboden ist wirklich nochmal anders. Der erste Wischform ist fertig. Durch kurz einfach nur die Farbe von dem Wasser an. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ist das gottlos, Digga. Leute, guten Morgen. Der Hahn kräht, die Sonne strahlt. Ich bin fertig mit Aufräumen und hier ist der aktuelle Stand, Leute. Hier auch. Boom, boom, boom. Alles super clean. Badezimmer ist clean. Und hier selbstverständlich auch jetzt nochmal durchgelüftet. Und ja, das war's.